Ja, freut mich, dass wir hier sein dürfen für das Thema Blockchain, Blockchain-Technologie, Beyond the Hype. Also, wer hat noch nicht Blockchain-Technologie irgendwo gehört? Gibt es irgendjemand? Ein, zwei, drei? Gut. Also auch für die, die es zum ersten Mal jetzt hören, wird ein bisschen was dabei sein. Wir werden aber auch etwas tiefer auftauchen, sodass wir hoffentlich alle irgendwo ein gewissen Stück des Weges mitnehmen können. Das ist der Didi, ich bin der Thomas. Ja, und am Schluss bleiben uns hoffentlich noch ein paar Minuten für Fragen. Gehen wir mal rein. Wir haben so eine Headline hingegeben. Also im Prinzip, wenn man jetzt schaut, das Internet, Tim Berners-Lee hat gesagt, es wird zunehmend balkanisiert, haben im Endeffekt zunehmend Konzentration im Internet. Und das Thema Blockchain kann für Dezentralisierung oder Redezentralisierung verwendet werden. Und wir werden durch den Vortrag jetzt einen Überblick geben, einmal ein bisschen reinschauen und versuchen, einen Ausblick am Schluss zu formulieren, wo es denn hingehen kann aus unserer Sicht. Und ich steige gleich mal bei einem Ereignis vor 8,5 Jahren ein. Lehman Brothers. Ups. So, offensichtlich mag er die Folie nicht. Dann erzähle ich, was auf der Folie drauf ist. Ja. Also Lehman Brothers 2008, Immobilienkrise in den USA. Angekündigt hat sie das schon etliche Jahre vorher. 2008 ist es halt dann im September soweit gewesen, dass die viertgrößte Investmentbank quasi bankrott war. Und im Nachgang von Lehman Brothers, nämlich im Dezember, ist Bitcoin vorgestellt worden. Ein wesentlicher guter Hinweis, dass das quasi korreliert, ist das, dass im Genesis-Blog ein Zeitungsartikel von der Times damals drinnen war, wo eben der zweite Bailout, die Headline vom zweiten Bailout aus der Times drinnen notiert war. Also im Prinzip, wenn man jetzt den Bitcoin anschaut, hat Bitcoin sehr wohl was mit dem Finanzsystem zu tun. Aber wenn man ein bisschen zurückschaut, so historisch, 1997 waren die ersten Ansätze in Richtung Spam-Vermeidung bei E-Mails mit Hashcash. Und Hashcash hat von der Logik her was, wo man jetzt sagt, man muss Arbeit erbringen, damit man im Endeffekt eine E-Mail schicken kann. Und diese Logik ist ein Jahr später für drei verschiedene Kryptowährungen verwendet worden, die sie aber in dem Sinn nicht durchgesetzt haben. 2004 ist dann das Thema BitTorrent dazugekommen und eben 2008 Bitcoin mit dem White Paper von Satoshi Nakamoto. Und 2009, also im Jänner 2009, ist Bitcoin dann schlussendlich gelauncht worden und ist einmal, ich sage mal, zwei Jahre relativ unerkannt von vielen Leuten unterwegs gewesen, in einem kleinen Kreis bekannt und hat sich dort weiterentwickelt. Die ersten, was dann, oder viele sind dann so aus den ganz frühen Befürwortern von Bitcoin, die sind dann so 2011 aus meiner Sicht irgendwo in größeren Mengen einmal dazu gestoßen. Bitcoin hat quasi viele, viele Entwicklungen dann angestoßen und 2013 ist dann schlussendlich Ethereum vorgestellt worden und Ethereum hat viele Dinge, die in Bitcoin ausprobiert worden und im Umfeld von Bitcoin ausprobiert worden, quasi einbaut, plus ein Feature, das was sehr, sehr kräftig macht, das sind Smart Contracts. Und Smart Contracts, da kommen wir heute noch einigermaßen tief rein. So, jetzt waren doch ein paar da, die was aufgezeigt haben beim Thema Blockchain zum ersten Mal. So, und jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. Ich werde ganz kurz erklären,
was eine Blockchain ist. Jetzt hast du gerade wieder verabschiedet. Nein, ich habe ausgeschaltet. Also ich versuche auszuschalten. Es ist nicht so einfach mit dem System. Hallo darüber. Das ist vielleicht auch Linux, ne? Das ist, also es liegt sicher nicht am Betriebssystem. War Wahnsinn. Die meiste Zeit warten wir jetzt gerade irgendwie auf die Bildschirme, habe ich das Gefühl. Verflixt. So, alles dauert ein bisschen länger, wie geplant. So, ich erkläre ganz kurz, wie sich so eine Blockchain aufbaut. Es gibt eine nette Demo unter anders.com. Dort kann man sich das dann auch in einem Video anschauen, aber ich gehe einfach in ein paar Minuten jetzt drüber, wie so eine Blockchain prinzipiell aufgebaut ist. In so einem Blockchain-Netzwerk gibt es immer, oder gibt es bei Proof of Work, gibt es die sogenannten Miner. Und die Miner, die machen nichts anderes, als wie die sogenannte Nonce auszurechnen. Und die Nonce ist eine Zahl, die gefunden werden muss, um da bei dem Hashwert, also der Prüfsumme, die sich da unten ergibt, auf Basis von Block, Nonce und Daten innerhalb von dem Block, eine bestimmte Schwierigkeitsstufe, und in dem Fall ist da halt definiert, vier Nullen am Anfang sollen sein. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich trage da jetzt irgendwie in Didi irgendwie bei den Daten ein, dann ändert sich da unten die Prüfsumme für den kompletten Block. Und jetzt müssen wir eine neue Nonce finden, und das ist das, was eigentlich die Miner tun. Die probieren einfach ganz oft aus, eben da eine Zahl zu finden, dass da unten wieder vier Nullen vor dabei sind bei dem Hashwert, was da steht, also bei der Prüfsumme, was da steht. Wir machen dann im Endeffekt ein Mining. Und jetzt sieht man oben bei der Nonce, es dauert einmal ein bisschen länger, ein bisschen kürzer, sieht man eben, jetzt bei 112.543 hat er die passende Nonce gefunden, damit unten wieder vier Nullen stehen. Das ist das klassische Mining. Ja? Ich suche eine Nonce, damit ich meinen Schwierigkeitsgrad hinbekomme. Die Blockchain ist nichts anderes als wie eben so aneinander gehängte Blöcke. Die Blöcke sind so aneinander gehängt, dass eben der Hashwert vom vorigen Block beim nächsten Block mitverarbeitet wird, um wieder die Nonce auszurechnen. So, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich ändere da wieder den Block, dann ändert sich natürlich der Hashwert, und bei allen dran gehängten oder weiter rechts stehenden Blöcken passt das auch nicht mehr zusammen, weil ja immer der Hashwert von einem auf den anderen übertragen wird oder mit einbaut wird, und ich muss jetzt für eine richtige Blockchain muss ich die richtigen Nonce wieder finden, und dementsprechend muss ich da für jeden Block das Mining neu anstoßen. Wenn das jetzt auch noch verteilt ist, und das ist quasi das Besondere auch jetzt an solchen Netzwerken, dann hat man eben viele Computer, die diese Blockchain gespeichert haben, und wenn jetzt irgendeiner hergeht und sagt, ich ändere bei mir was, dann ist natürlich das nicht gleich mit den anderen, und so gesehen sieht ja jeder, dass irgendwer was geändert hat, und damit ist die Blockchain dort entsprechend ungültig. Das ist, ich sage mal, die ganze Magic in dem Thema Blockchain-Technologie. Das ist auch die Basiserfindung mit Bitcoin, was es so besonders gemacht hat, weil das war bis dorthin nicht gelöst, wie man denn das in einem verteilten Netzwerk hinkriegt, damit man Geld überweisen kann, ohne dass es wer kopieren kann. So, jetzt gehe ich wieder auf die Präsentation in der Hoffnung, dass wir da einigermaßen bald wieder was sehen. So. Ein paar Zahlen zu Bitcoin. Also wie gesagt, gestartet im Jänner 2009.
In der Blockchain stehen die ganzen Transaktionen drinnen. Es gibt 5000 Knoten, 22 Mining Pools. Es ändert sich aber, die sind unterschiedlich groß. Die Blockchain selbst hat 110 GB ungefähr momentan. Es gibt quasi keine Zentrale, die irgendwie sagt, wir machen jetzt die Software in die Richtung oder in die Richtung. Verwendet eben Proof of Work. Alle 10 Minuten entstehen 12,5 Bitcoin aktuell, wobei sie diese Zahl alle ungefähr 4 Jahre halbiert und das nächste Mal wird in ungefähr 3 Jahren dann sein, dass das eben auf 6,25 Bitcoin heruntergeht. Die entstehen aus dem Nix. Ja? Alle 2016 Blöcke wird die Schwierigkeit anpasst. Das heißt, wenn mehr Rechenleistung im Netzwerk drinnen ist, dann erhöht sie der Schwierigkeitsgrad und das heißt nichts anderes, dass bei dem Hashwert, was wir vorher gesehen haben, mehr Nullen vor dabei stehen müssen. Ja, das heißt, es wird einfach schwieriger, einen Hashwert zu finden, der ganz viele Nullen vor dabei hat. Und das ist das, was dann immer passiert, alle 2016 Blöcke. Wenn die Zeit über 10 Minuten liegt, wird halt die Schwierigkeit reduziert. Wenn sie drunter liegt, dann wird sie erhöht. Wenn mehr Rechner ins Netzwerk reinkommen, dann wird einfach die Schwierigkeit erhöht, sodass wieder 10 Minuten dauert, bis das ungefähr im Durchschnitt eben so ein Block entsteht. Bitcoin ist begrenzt auf 21 Millionen Bitcoins und eben die längste Blockchain ist die wahre Blockchain, also die repräsentiert die Wahrheit. So, jetzt ist natürlich Bitcoin nicht unbedingt das einzige System. Es gibt hunderte von Kryptowährungen. Das ist nur Auszug von den ersten 10. Marktkapitalisierung ca. 27 Milliarden momentan. Also finanztechnisch völlig vernachlässigbar. Wenn man aber bedenkt, dass vor einem Jahr die Marktkapitalisierung eher nur so im Bereich von 10, 12 Milliarden war, dann ist das natürlich irgendwie schon eine massive Veränderung innerhalb von so einem kurzen Zeitraum. An zweiter Stelle ist eben Ethereum. Wir werden jetzt dann gleich mal ein bisschen tiefer auf Ethereum einsteigen. Bei Bitcoin sind etliche Problematiken, sagen wir mal so. Ja? Also ich bin absoluter Fan von Bitcoin und Bitcoin ist in dem Sinn die erste technische Lösung, aber logischerweise zeigt dann, wenn man das irgendwie eine längere Zeit halt hat, zeigt es auf, wo irgendwie durchaus Sachen sind, die vielleicht verbessert werden können. Das eine ist die Blockzeit, die ist relativ hoch mit 10 Minuten und hat eben eine hohe Streuung. Das kann ja einmal eine halbe Stunde oder Stunde dauern, bis dass ein Block bestätigt wird. Finalität, das heißt, es kommt immer wieder zu Reorganisationen. Es kann sein, dass ein Gabel mehr oder weniger aufgelöst wird und dann quasi woanders weiterbaut wird. Deswegen muss man bei größeren Mengen oder größeren Transaktionen muss man einfach 6 Bestätigungen abwarten oder bis zu 6 Bestätigungen abwarten. Und dann kann man sagen, okay, bis dorthin ist es final. Ja, da ist quasi nichts mehr dran zu rütteln und da ist es sicher, dass die Transaktion stattgefunden hat. Also hat man quasi eine Stunde oder so Zeit. Proof of Work verbraucht relativ viel Energie. Bei Bitcoin gibt es Schätzungen, dass man eben bis 2020 in etwa so viel Energie verbraucht wie Dänemark. Governance ist relativ langsam, also Änderungen sind relativ langsam. Es gibt momentan eben einen Streit über die Blockgröße, wie viele Transaktionen man in einen Block reinstecken kann. Und das kann man positiv und negativ sehen oder so. Es passiert zumindest bei Bitcoin von heute auf morgen mal eher nichts. Ja? Und das ist sowohl gut als auch nicht so gut, ja, würde ich mal sagen. Erweiterbarkeit ist relativ schwierig bei Bitcoin. Mit einer Skriptsprache und Skalierbarkeit ist halt auch beschränkt, weil einfach nur eine bestimmte Menge von Transaktionen in einen Block reinpassen. Und damit ergibt es in etwa 250.000, 280.000 Transaktionen, die pro Tag abgearbeitet werden können. Wenn man das jetzt mit Ethereum vergleicht, Ethereum ist hergegangen und hat eine deutlich geringere Blockzeit von 15 Sekunden, aber ebenfalls eine hohe Streuung. Ja, es dauert auch, es kann durchaus einmal 4-mal oder 6-mal so lange dauern, bis das ein Block berechnet ist. Die Finalität ist ungefähr ein Zehntel von dem, was Bitcoin ist.
Ethereum geht auf Proof of Stake. Also bei Proof of Stake wird im Gegensatz zu dieser Rechenleistung, die man braucht, sonst für das Ausrechnen der Nonce, wird einfach Geld hinterlegt von denen, die die Bestätigungen liefern. Und wenn die jetzt den betrügen, dann verlieren sie was von dem Geld. Das heißt, der energieaufwendige Mining-Prozess ist dann nimmer, aber ich blockiere im Endeffekt Geld für das, dass ich Transaktionen bestätige. Ethereum ist auch wieder positiv-negativ, hat ein relativ starkes Leadership in dem Sinn. Also während bei Bitcoin eben der Erfinder Satoshi Nakamoto nicht bekannt ist, ist bei Ethereum der Whitepaper-Lieferant Vitalik Buterin sehr wohl bekannt und relativ aktiv in der Szene und auch insofern hoch angesehen, wenn es irgendwie um Vorschläge geht, was man denn anders machen könnte. Die Erweiterbarkeit ist durch Smart Contracts und eine virtuelle Maschine, die auf den Knoten läuft, wesentlich besser und einfacher zu bewerkstelligen. Das führt aber auch wiederum dazu, dass natürlich irgendwie eine große Menge an Leuten sich irgendwie damit beschäftigen, die auch vielleicht mehr Fehler machen. Ja, das ist nicht zwangsläufig so, dass es deswegen keine Fehler gibt in der Programmierung. Skalierbarkeit, Ethereum kann 5-mal so viele Transaktionen wie Bitcoin bearbeiten, ist aber immer noch nicht der Wahnsinn. Ja? 15 Transaktionen pro Sekunde, wenn man bedenkt, dass irgendwie durchschnittlicher Visa-Netzwerk in etwa 2000 Transaktionen und bis zu 15.000 Transaktionen pro Sekunde bearbeitet, dann ist 15 natürlich auch nicht viel. Alle arbeiten in Richtung Bezahlkanäle. Das ist off-chain, also ist nicht mehr auf der Blockchain. Und bei Ethereum arbeitet man stark in Richtung Sharding, eben was man von den Datenbanken her kennt. Vielleicht jetzt ein bisschen unter die Haube geschaut von Ethereum. Ich gehe da relativ schnell drüber, weil wir doch irgendwie ein paar Minuten verloren haben. Wichtig für die, die was zum ersten Mal das hören, Kryptowährungen kann man extrem klein teilen. Ja? Das ist, und bei Bitcoin sind es halt 8 noch Kommastellen, bei Ethereum sind es 18, die kleinste Einheit heißt Wei. Und man rechnet dann alles irgendwo in Wei um. Ethereum hat am Anfang ein Pre-Mining gehabt, hat 72 Millionen Ether gemined. Und 60 Millionen davon sind in einem Crowdsale verkauft worden für 18.000 Dollar, 18 Millionen Dollar, nicht 1.000. Wenn man da jetzt schaut, das sind quasi 90 Millionen Ether mit Marktkapitalisierung einer Milliarde. Das zeigt auf, dass die Folie schon ein paar Tage alt ist, weil momentan sind wir bei ungefähr 5 Milliarden Marktkapitalisierung. Also Ethereum hat in den letzten 1,5 Monaten einen Riesensprung nach oben gemacht und dementsprechend hat sich die Marktkapitalisierung verändert. Aber man sieht halt, es sind in etwa 18 Milliarden, Millionen dazukommen an Ether seit dem Crowdsale. Ein wesentlicher Unterschied zu Bitcoin ist, dass Bitcoin hat kein Kontenprinzip. Also quasi dort geht es eigentlich um UTXO, Unspent Transactions Output, richtig? Ja. Während Ethereum Konten hat, es gibt quasi extern getriggerte oder besessene Konten, dann gibt es eben die Smart Contract Konten, wobei die anderen eben eine Balance haben, im Sinne von, da ist quasi Geld drin und die anderen, die haben Geld plus Daten. Und ich springe da eher drüber, weil im Endeffekt ist ein wesentlicher Punkt, einfach nur zu bedenken, dass eben da Konten miteinander interagieren. Ja, nicht Adressen, sondern Konten. Und da trigger ich das Ausführen von einem Smart Contract aus an so einem extern besessenen Konto heraus, trigger ich so ein Smart Contract Konto und kann dort entsprechende Veränderungen bewirken. Ein Smart Contract kann in verschiedenen Sprachen geschrieben werden. Die hauptsächliche Sprache bei Ethereum ist Solidity, JavaScript ähnlich,
Wer sich damit beschäftigt, hat vielleicht auch mitgekriegt, dass die DAO, die wurde auch in der Sprache geschrieben und wurde dann gehackt. Da waren zuerst 150 Millionen Dollar drinnen und dann waren 50 Millionen Dollar rausgezogen aus dieser DAO. Und wer das dann nachlesen möchte, dann gab es einen Hardfork und seitdem, also quasi die Community hat sich bei der Reaktion darauf eben in zwei Lager aufgeteilt. Die einen haben gesagt, das müssen wir korrigieren, die anderen haben gesagt, von der Blockchain korrigiert man nichts. Und deswegen gibt es jetzt seitdem eben Ethereum und Ethereum Classic. Classic ist quasi die was gesagt haben, man korrigiert nichts auf der Blockchain und die anderen haben es eben zurückgesetzt, was da unter Anführungszeichen gestohlen worden ist. Wie gesagt, Hauptsprache Solidity. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Konzept, nämlich Gas. Ja, stolpert man dann irgendwann drüber, wenn man bei Ether irgendwie schaut. Ether oder Ethereum beschränkt alles über das Thema Gas. Gas ist quasi der Betriebsstoff für das, dass da irgendwie Aktionen ausgeführt werden. Und das Gas, das wird automatisch gekauft über die Kryptowährung Ether. Und ich muss eben in so einer Transaktion muss ich mit reingeben, wie viel ich bereit bin zu zahlen und wie viel Gas, das ich mitschicke. Und wenn ich jetzt einen Smart Contract in Ethereum anstoßen möchte, dann muss ich genug quasi zahlen dafür, dass das dann auch von den Knoten ausgeführt wird, damit die Rechenleistung in dem Sinn bezahlt wird, die was da im Netzwerk erbracht wird. Das hat vor allem auch einen Spam-Schutz, ja, weil würde ich nichts zahlen müssen, kann ich natürlich das Netzwerk, nachdem es ein Public-Netzwerk ist, kann ich das sofort lahmlegen und kann hergehen und sagen, okay, mach halt viel Rechenleistung und dann steht das ganze Netzwerk für alle. Deswegen ist das Konzept mit einbaut und man muss eben alles zahlen, was man irgendwie an Rechenleistung aufruft bei Ethereum. Und das Bezahlen passiert eben mit Gas. Smart Contracts können andere Smart Contracts aufrufen. Also ich habe quasi den EAO, der ruft quasi einen Smart Contract auf und der kann dann weitere Smart Contracts aufrufen. Es gibt aber ein Limit, was man da drinnen ausführen kann und das wird beschränkt durch das Gaslimit, was im Endeffekt in einen Schwung quasi bearbeitet werden kann. Ja? Ich verstehe das Wort Smart, das Wort Contract. Ja? Was ist ein Smart Contract? Ja, manche sagen, Smart Contract ist weder smart noch ein Contract. Im Prinzip ist ein Smart Contract ein Programm, das man kompiliert im Fall von Ethereum in Bytecode. Der Bytecode wird in die Blockchain geschrieben, damit ist er unveränderbar und wird von der virtuellen Maschine auf den Knoten ausgeführt und für die Ausführung muss eben mit Gas bezahlt werden. Was gewinne ich dabei? Du gewinnst dabei, dass im Endeffekt du global ein Stück Software ausführen kannst, was in dem Sinn niemand mehr verändern kann, auch du nicht mehr. Das heißt, du kannst eigentlich was in der Blockchain schreiben und sagen, wir können sicher sein, dass das nimmer verändert werden kann, weil es in der Blockchain drinnen steht. Das ist der Hauptaspekt, der was da eigentlich mitschwingt. Wenn man zu wenig Gas mit reingibt für die Ausführung, dann bleibt das Ganze beim Miner und die Änderung, die man antriggert hat, wird aber nicht ausgeführt. Also man muss immer schauen, dass man auch genügend bezahlt für das, was man da gerne haben möchte. Ganz kurz zu den Transaktionen, da sieht man jetzt den Unterschied, der was sich ergibt zwischen Bitcoin und Ethereum. Bitcoin hat im Endeffekt ungefähr 600 Byte pro Transaktion, was es braucht. Dadurch gehen sie bei 1 Megabyte Blockgröße eben maximal 3 Transaktionen pro Sekunde aus und bei Ethereum sind es bei einem Gaslimit pro Block von ungefähr, in dem Rechenbeispiel 4,7 Millionen Gas, gehen sie 15 Transaktionen aus. Ja, das ist das, was wir eh vorher schon gesehen haben. Aber es leitet sich einfach aus unterschiedlichen Sachen her. Bei dem einen sind es Speichergrößen und bei dem anderen ist es eigentlich ein Gaslimit, was bestimmt, wie viele Transaktionen das eigentlich durchgehen durch das komplette Netzwerk.
Ein wesentlicher Punkt, wir haben gesagt, das sind 15 Sekunden Blockzeit. Das hat natürlich Auswirkungen. Im Endeffekt die Informationen auf dem ganzen Globus zu verteilen, dauert über die Laufzeit natürlich relativ, ist relativ langwierig, bis das im Endeffekt alle die Informationen kriegen. Und deswegen gibt es relativ leicht solche Gabeln, die sie ergeben. Und die Gabeln, die würden zu einer Konzentration führen bei den Minern. Und deswegen haben die Leute von Ethereum ein Reward für die sogenannten Onkels mit eingeführt. Also diese strichlierte Linie, da kriegt der 123er kriegt auch was dafür, dass er inkludiert wird in die Berechnung des Blockes. Und es können maximal zwei solche Onkels eingebaut werden. Und die kriegen dann auch wieder quasi Geld an Belohnung und dadurch kommt es nicht so schnell zu einer Miner-Konzentration, wie man das in Bitcoin sieht. Kommen wir zu dem Mining. Während bei Bitcoin relativ stark Konzentration auf Spezialhardware ist mit ASICs, haben wir bei Ethereum in erster Linie GPU-Mining und das ist der Algorithmus, der da verwendet wird. Wenn man schaut, man generiert 5 Ether pro Block, also die 12,5 Bitcoin bei Bitcoin äquivalent jetzt da 5 Ether pro Block. Man kriegt was, wenn man Onkels reinnimmt, so wie wir vorher gerade gesehen haben. Und man kriegt alles, was an Transaktionskosten ist und was Ausführungen, was quasi Gas ist, was man mitgibt bei den Ausführen von Smart Contracts. Und der Onkel-Block kriegt eben ein Achtel weniger als wie der normale Reward. 7/8 kriegt der für das, dass er inkludiert worden ist. Also jeder sollte was kriegen. Das führt dann dazu, dass im Endeffekt Ether im Durchschnitt mit 11,3 Millionen pro Jahr wächst. Ja, kommen neue Ether dazu. Während, wie wir gesehen haben, bei Bitcoin oder so ist das so eine Kurve, die auf 21 Millionen hin konvergiert, ist bei Ethereum das eben nicht limitiert. So, ein wesentlicher Punkt bei Ethereum ist der ERC20-Token. Der ERC20-Token ist quasi die Möglichkeit, seine eigene Währung in Ethereum zu machen. Das heißt, ich habe jetzt quasi zwar Ether, aber innerhalb von diesem, vom Ethereum, von der Ethereum-Plattform kann sich jeder sein eigenes Geld machen. Und weil das gerade sehr beliebt ist und bei Crowdsales sehr beliebt ist, werden wir euch kurz sagen, wie man sich so einen Token macht. So, du packst den, gell? Schauen wir mal, ob das mit Linux besser geht. So, da läuft jetzt ein Ethereum-Knoten, und zwar der Go-Client von der Ethereum Foundation. Man sieht, da ist jetzt das Testnet synchronisiert. Ein bisschen lauter, glaube ich. Okay. Also das sind jetzt einzelne Blöcke, die da reinkommen. Das ist der Mist-Browser. Das ist das offizielle Desktop-Wallet. Also da sieht man jetzt, ihr habt da 3 Accounts. Das ist leider Testnet, also ihr habt da nicht wirklich Ether im Wert von 50.000 Euro. Und dieser Mist-Browser ist eine Electron-App und da drin kann man auch sogenannte D-Apps ausführen. Also das sind im Prinzip Web-Applikationen, die mit der Blockchain kommunizieren. Was man da drin auch machen kann, ist eine browserbasierte Entwicklungsumgebung zu betreiben. Das ist jetzt der Browser Solidity heißt das, also wenn man danach sucht, dann das ist jetzt direkt von GitHub. Das ist so ein Smart Contract in Solidity. Also wie schon erwähnt, das ist von der Syntax her JavaScript ähnlich, aber man sollte sich da nicht täuschen lassen vom Umfang, vor allem von der Bibliotheksunterstützung her ist das viel eingeschränkter. Es gibt da zum Beispiel
meines Wissens noch keine Funktion, um Strings zu vergleichen. Es ist schon ziemlich basic. Dieser Contract implementiert jetzt so einen ERC20-Token. Das ist nichts anderes als eine Interface-Definition. Also wenn da gewisse Funktionen und gewisse Felder drin sind, dann wird das quasi als, gilt es als ERC20-Token. Das ist der Konstruktor. Jetzt zeige ich gleich, wie man diesen, also das wird sofort automatisch kompiliert in dieser Umgebung und ich kann hier direkt den Contract deployen. Deployen heißt, der Bytecode wird in die Blockchain geschrieben. Ich brauche jetzt nur die Parameter, also ich nenne ihn mal Simple Token. Und eine Abkürzung dafür. Okay, jetzt werde ich aufgefordert, mein Passwort dafür einzugeben, weil das kostet eben Transaktionsgebühren. Also da oben ist die Schätzung, wie viele Transaktionsgebühren das jetzt kostet. Das sind, glaube ich, ungefähr, das werden ungefähr 50 Cent umgerechnet im Mainnet. So, jetzt da. Also hier kann ich sehen beim Knoten, dass diese Transaktion rausgegangen ist. Ich warte jetzt darauf, dass die gemeint wird. Die Transaktion, der Contract hat eine Funktion Transfer. Wenn die aufgerufen wird, dann werden, oder kurz anders. Also sobald dieser Contract auf der Blockchain deployed ist, kann jeder damit interagieren. Jeder, das heißt im Prinzip jeder Account. Also um zurückzugehen auf, Entschuldigung, auf das Wallet. Der Contract erstellt sich ein sogenanntes ABI, ein Application Binary Interface, das in JSON ausgedrückt ist. Das kann man auch hier sehen dann. Das ist das da. Und wenn man dieses ABI kennt und die Adresse, also jetzt ist gerade die Adresse aufgetaucht, das wurde gemeint. Wenn ich jetzt diese Adresse in einem Blockchain Explorer eingebe, dann sehe ich, es gibt, das ist ein Token und es gibt im Moment 0 davon. Das ist die normale Adressansicht, also da sehe ich die Ethereum Balance, das ist auch 0 und die Transaktionen. Im Moment gibt es nur die Transaktion, die den Contract erstellt hat. So, wenn ich jetzt diese Adresse nehme, dann kann ich hier sagen im Wallet, dass er diesen Token hinzufügen will, also Watch, die Watch-Funktion. Und da wird sofort, weil eben das ERC20-Interface bekannt ist, wird sofort ausgelesen der Name, Symbol und wie viel da momentan existieren. Und ich habe den Contract so gemacht, dass wenn jemand an diesen Contract hin Ether überweist, und zwar zwischen 1 und 100, dann wird ein Token gut geschrieben. Also das ist der Code hier. Das können wir gleich ausprobieren. Also ich überweise an die Adresse, an der der Token erstellt wurde. Ja, das sind, okay, Whitespaces drin gewesen. Sagen wir mal zum Beispiel 2 Ether. So, ich muss wieder ein Passwort eingeben.
dann sollten jetzt in diesem Account, von dem aus ich das gemacht habe, dem wird jetzt so ein Token zugewiesen als Antwort vom Contract. Das dauert wieder ein bisschen, bis es gemeint wird. Also hier kann ich sehen, die Transaktion, die da angestoßen wurde. Und jetzt wurde sie soeben gemeint. Nein, noch nicht. Also hier waren zum Beispiel Confirmations angezeigt. Confirmations, das heißt, von wie vielen Blöcken das bereits bestätigt wurde. Ich sehe, die zwei Ether wurden abgezogen. Und wenn ich hier rübergehe und mir das wieder anschaue, dann sehe ich, dass jetzt ein Token erzeugt wurde. Also um nochmal in den Code reinzuschauen, die Bedingung war erfüllt und deshalb wurde ein Token an den Aufrufer gutgeschrieben und im Contract wurde vermerkt, Total Supply, dass ein Token hinzugefügt wurde. So, ein Token hier könnte zum Beispiel repräsentieren ein Wahlrecht. Also ein Token kann klassisch eine Währung repräsentieren, aber es kann auch irgendwas anderes repräsentieren. Hier zum Beispiel könnte es ein Wahlrecht in einer Organisation repräsentieren. So, was an diesem Contract interessant ist, der hat jetzt zwar Ether, also wenn ich nochmal hier nachschaue, da sind jetzt die zwei Ether drin, die an diesen Contract überwiesen wurden, aber so wie dieser Contract jetzt programmiert ist, gibt es keine Möglichkeit, auf diese zwei Ether zuzugreifen. Also selbst die Adresse, von der aus der Contract angelegt wurde, hat keine Möglichkeit, diese Ether zu verwenden. Das ist ganz wichtig. Standardmäßig, der Erzeuger eines Smart Contracts hat keine Spezialrechte. Sobald der Contract erstellt wurde, ist er quasi autonom. Um hier zum Beispiel die Ether, die an den Contract überwiesen wurden, verwenden zu können, müsste man die Logik einbauen in den Smart Contract, damit man das verwenden kann. Da könnte man zum Beispiel sowas machen, eine Withdraw-Funktion, wo man sagt, der Aufrufer, also Message Sender ist der Aufrufer, sendet Ether, zum Beispiel this.balance. Das würde jetzt das gesamte Ether, das in diesem Contract drin ist, an den Aufrufer überweisen. Wenn man das so machen würde, dann könnte jeder das machen. Man könnte zusätzlich eine Einschränkung machen, wo man sich am Anfang eine Variable anlegt, Owner. Hab's gleich. Gut, passt. Und dann könnte man im Konstruktor sagen, Owner ist Message Sender und dann kann ich hier sagen, der Aufruf wird nur ausgeführt, falls der Aufrufer eben der Owner ist. Sonst wirf eine Exception. So, ich hoffe, das ist jetzt richtig. Nur um eine Idee zu geben, wie sowas erledigt wird. Mehr Zeit haben wir leider nicht. So. Du kannst kurz noch rüberschalten und dann sind wir schon fertig. Meiner braucht immer ein bisschen länger als wie deiner. Also noch ganz kurz zu Smart Contracts. Die Blockchain ist im Prinzip ein globaler Singleton und die Variablen, die im Contract drin sind, das ist quasi globaler State. Und der Code selbst, der Bytecode, ist eben auch in der Blockchain fixiert. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Das ist einfach ein globaler Computer, der sehr langsam ist im Moment. Und für jeden, der eben die Software hat, die darauf zugreifen kann, für jeden zugänglich, ohne irgendwelche Permissions oder Login oder so. Okay. So, ganz kurz noch. Ich wollte noch einen kurzen Hinweis machen. Wir sind quasi vom Blockchain Hub Graz.
der einer von drei Blockchain-Hubs ist. Berlin und Brüssel ist noch dabei und wir sind aktuell gerade dabei, Genossenschaft zu gründen. Und wer jetzt nicht abgeschreckt war von dem, was wir euch gezeigt haben, wir werden uns auf Projekte stürzen, werden das Thema IT-Ausbildung angehen und auch das Thema Shared Economy im Rahmen von der Genossenschaft. Und wir suchen noch immer weitere Leute, die sich gerne da damit einbringen wollen in die Projekte und in die ganze Aktivität, und würden uns im Nachgang freuen, wenn wir den einen oder anderen oder die eine oder andere kennenlernen dürfen. Dankeschön.